Moin Leute, was geht? Mein Name ist EduGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Peter Lustig ist tot, meine Freunde. Peter Lustig. Ja, auch YouTube Gamescom auf der PS4 hat diese Nachricht gerade bekommen. Und manche schreiben jetzt, oh, sie weinen, sie sind mega traurig. Peter Lustig ist ja berühmt geworden durch Löwenzahn. Ja. Es ist ein. Jedes Jahr, wir haben jetzt das Jahr 2016, jedes Jahr gehen prominente Menschen von dieser Erde. Das ist einfach so. Und 2016 werden noch viele andere Stars sterben, ne? Man weiß nicht, wer alles sterben wird. Vielleicht wird Justin Bieber sterben. Vielleicht wird Phil Collins sterben. Aber vielleicht wird auch Selena Gomez sterben. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich die Nachricht erstmal mega geschockt. Peter Lustig ist tot. Aber wenn man mal auf sein Leben zurückblickt, dann kann man sehen, er hat ein schönes Leben gehabt. Und deshalb sollte man nicht traurig sein. Er ist geboren nämlich im Jahr 1937, Leute. Im Jahr 1937. Er wurde 78 Jahre alt. Natürlich ist das kein Alter, wenn man jetzt andere Menschen sieht, die teilweise 108 werden oder 115, aber das ist auch schon sehr selten. Aber ein Alter von 78 ist doch schon ein sehr gutes Alter, wenn ich das sagen darf. Ich hoffe, ich darf das sagen. So. Der Mensch lebt einfach viel zu kurz, Leute. Mann, ich meine, ihr seid jetzt noch, ich habe viele junge Abonnenten, ich weiß, und einer hat mal gesagt, ich soll mal das Sinn des Lebens erzählen und so weiter. Ich weiß, das Sinn des Lebens, Leute, ich sag's knallhart, das Sinn des Lebens ist einfach zu leben. Genieße deinen Moment, du musst alles auskosten. Und wenn du einen Döner siehst und 4 Euro in der Tasche hast und du willst den Döner und du überlegst dir schon, soll ich den Döner jetzt wirklich kaufen? Soll ich jetzt echt mein Geld dafür ausgeben? Scheiß drauf! Vielleicht bist du in der nächsten Sekunde schon tot, weil eine Ader im Kopf platzt. Das sage ich immer wieder. Zu sterben hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, ihr seid das noch gar nicht richtig bewusst, dass auch viele Kinder, Jugendliche einfach so bei bester Gesundheit einfach abnippeln. Ne? Man muss sich die Prozente angucken. Ihr müsst euch einfach mal diese Todesstatistiken anschauen. Da seht ihr auch, dass 0,4% das 18. Nee, warte mal, was war's? Mal gucken hier. Ja, 4,8%. Ne? Erreichen das 18. Lebensjahr nicht, weil sie zum Beispiel sterben an einem Schlaganfall, an einem Herzinfarkt, an Krebs, an einem Autounfall. Es gibt Millionen von Ursachen. Ne? Die Chance ist 1 zu 30, dass du dein 18. Lebensjahr nicht erreichst. Ne? Und es hat nichts damit zu tun, dass du jung bist. Und ich will es euch einfach nochmal näher bringen. Also, gehen wir mal wieder auf Peter Lustig. Reden wir mal über ihn. Ja, er ist gestorben am 23. Februar 2016. So. Das muss ein Dienstag gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, Werbung machen. YouTube Games Commenten auf der PS4. So. Also, er hat auf jeden Fall ein tolles Leben gehabt und, ja. Der Sinn des Lebens ist zu genießen. Genießen, 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 genießen. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt nicht arbeiten sollt und euch die Finger blutig arbeiten sollt. Nee, das ist kein Freifahrtschein. Weil wenn ihr Hartz IV habt, und das will ich euch nur nochmal ganz klar sagen, dann lebt ihr nicht mehr. Hartz IV-Empfänger leben nicht. Die leben nicht. Die vegetieren vor sich hin. Ne? Und das will ich euch einfach nochmal sagen. Und selbst wenn dir Hartz IV gefallen sollte, was wirklich ein ganz kleiner Teil ist, ja, da musst du eindeutig wissen, dass du ein eher ein Außenseiter der Gesellschaft bist. Du gehörst nicht dazu.
Du bist einfach ein Außenseiter, ne? Und ja, das sieht auf jeden Fall aus. Du sollst auf jeden Fall arbeiten, aber die Zeit, die du dann hast, die du frei hast, sollst du dann genießen. Und auch in der Schule kannst du dein Leben genießen, ne? Das geht auch, ne? Einfach mal entspannt in den Unterricht, mal dem Lehrer zuhören. Weil so uninteressant ist die Schule gar nicht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Es gibt doch da ganz coole Fächer in der Schule. Bio oder Physik oder auch Religion, je nach Thema. Oder teilweise auch Erdkunde, ne? Oh, Erdkunde, wie ich das geliebt habe. Nice. Aber Mathe habe ich gehasst. Und Deutsch habe ich nur geliebt beim Lesen, weil Lesen, das fand ich immer ein bisschen interessant und so. Aber der Rest war eigentlich scheiße. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Du kennst mich auf der PlayStation 4. Ich kann eigentlich nur sagen, Ruhe und Frieden, Peter Lustig. Und, ja. So ist es. Ne? Ruhe und Frieden, Leute. Ciao, Peter. Ciao.